Die Stadt Freiburg hält an ihrer Einschätzung fest, dass das geplante Fußballstadion am Wolfswinkel den Motorflugbetrieb am Flugplatz nicht gefährdet. Die Bürgerinitiative Pro Flugplatz hatte gestern zwei neue Gutachten zur Flugsicherheit vorgelegt. Diese kommen unter anderem zu dem Ergebnis, dass ein Stadion Windverwirbelungen verursacht, die beim Landeanflug für Probleme sorgen könnten. Es weiß noch niemand, wie das Stadion aussieht. Und davon hängen die Luftverwirbelungen im Wesentlichen aus. Es weiß noch niemand, wird es ein eckiges, wird es ein rundes Stadion werden. Das ist ein Thema, was uns nach dem Bürgerentscheid beschäftigt. Nämlich dann, wenn das Stadion tatsächlich weiter geplant wird, dann wird es eine Rolle spielen, wie weit die Aussagen dieses Gutachtens dann in die Detailplanung eingehen müssen. Am 1. Februar stimmen die Freiburger bei einem Bürgerentscheid darüber ab, ob am Standort Wolfswinkel ein neues Stadion für den SC Freiburg gebaut wird.